Liebe Schwestern und Brüder, wir alle, die wir hier sind, haben schon die eine oder andere Theateraufführung miterlebt, die zu bestimmten Zeiten in jedem kleinen Dorf stattfindet, meistens um Weihnachten oder um drei König herum. Da schlüpfen dann Mitglieder des Musikvereins oder anderer Vereine in bestimmte Rollen und entzücken die Zuschauer mit ihrer schauspielerischen Begabung. Oder, wenn es etwas vornehmer zugehen darf, haben wir schon die eine oder andere Veranstaltung und Vorstellung in einem größeren Theater, gar im Staatstheater, besucht. Wie auch immer, ob in einem kleinen Laientheater auf dem Land oder auf der großen Bühne in der Stadt, beide Orte haben eines gemeinsam, ohne das sie nicht auskommen können und das zu jedem Theater gehört. Je unauffälliger, desto besser. Ich meine den Souffleurkasten. Dort versteckt sich eine wichtige Person. Möglichst unauffällig für den Zuschauer ist er höchst präsent, denn er hat eine unersetzliche Rolle. Er hat dafür zu sorgen, das richtige Stichwort zu geben, wenn der Schauspieler einmal stecken bleibt, wenn das Gedächtnis einen Streich spielt. Das richtige Stichwort zum richtigen Zeitpunkt, liebe Schwestern und Brüder, das ist die Aufgabe des Souffleurs. Das richtige Stichwort zum richtigen Zeitpunkt, genau darum geht es im heutigen Evangelium. Der Herr selbst gibt uns nicht nur eins, sondern gleich drei Stichworte, die für unsere Lebensrolle von ganz großer Bedeutung sind. Weg, Wahrheit, Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese drei Stichworte ziehen sich hindurch wie ein roter Faden durch das gesamte Johannesevangelium. Und sie sollten sich hindurchziehen auch durch unser ganzes Leben, durch unser ganzes persönliches Leben. Der Reihe nach. Stichwort 1, Weg. Ich bin der Weg, so der Herr. Wir sind sehr beweglich geworden. Es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Wir müssen auf dem Weg sein zur Schule, zum Arbeitsplatz, zu verschiedenen Veranstaltungen, zum Arzt, ins Krankenhaus. Um uns zu erholen, gehen wir hinaus in die Natur, im Urlaub auf die Berge, an einen See oder ans Meer. Als gläubige Christen wie heute gehen wir zum Gottesdienst, in die Kirche und machen gelegentlich auch eine größere Wallfahrt. Dieses Unterwegssein ist Zeichen einer noch viel größeren Reise, einer noch viel wichtigeren Reise, auf der wir uns alle befinden, der Reise unseres Lebens. Ich bin der Weg. Dieses Wort Christi sollten wir uns nicht erst am Ende unserer Tage, vielleicht in der letzten Krankheit, zu Herzen nehmen, sondern hier und jetzt. Wer auf der Reise ist, der schleppt keine unnötigen Dinge mit sich herum. Wir dürfen uns nicht bei nebensächlichen und unnützen Dingen aufhalten, die uns nur von Christus trennen. Wir sollten auch willens sein, auf das zu verzichten, was uns im Gehen auf dieser Reise behindert. Wir können Christus auf seinem Weg nicht nachfolgen, ohne zum Verzicht
ohne zum Opfer bereit zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, Christus fordert jedoch nicht nur Verzicht und Opferbereitschaft. Der Ruf zur Nachfolge ist frohe Botschaft. Für den, der sich Christus und seinem Evangelium bewusst verschließt, ist das Leben eine sinnlose Veranstaltung. Ein sinnloses Dahingetriebenwerden einem dunklen Ende entgegen. Für den aber, der bewusst Christus nachfolgt, ist das Leben Weggemeinschaft mit ihm hin zum großen Ziel unserer Lebensreise. Stichwort 2, Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ein gefährliches, ein sehr risikoreiches Wort. Christus als Wahrheit bekennen fordert uns heraus. Die Worte des Pilatus kommen mit einem Sinn. Was ist Wahrheit? Wahrheit hat mit Sehen, Wahrheit hat mit Erkennen zu tun. Romano Guardini hat einmal gesagt, die Gabe aller Gaben ist, Christus zu sehen und Christus zu erkennen und zu lieben. Oder mit anderen Worten, der Glaube ist höchste Gnade. Wer glaubt, sieht Christus richtig. Er sieht ihn nicht nur, er sieht alles mit seinen Augen, mit den Augen Jesu. Wer sich bewusst dem Glauben an Jesus verschließt, der wird geistig kurzsichtig, wenn nicht sogar blind. Er sieht nicht über das Materielle, über das Irdische, über das Vergängliche, über das nur Menschliche hinaus. Die ewige Welt des wahren Gottes kann er nicht sehen. Und zu allen Zeiten stößt die Wahrheit auf Hindernisse. Es ist keine Horrorvision, sondern eine nüchterne Tatsache. Gerade in unserer Zeit werden Wahrheiten des Glaubens in Frage gestellt, umgedeutet oder auch geleugnet. Auf einen Einwand gegen den Glauben möchte ich eingehen, den man heute nicht selten sogar aus dem Mund von Christen hören kann. Ein junger Mann hat im Gespräch mit einem Priester diesen Einwand so formuliert. Wir könnten es genauso. Irgendeinen Glauben muss der Mensch ja haben. Welchen Glauben er hat, das spielt doch gar keine Rolle. Nach dieser Ansicht macht es also letztlich keinen Unterschied, ob man Buddhist oder Muslim oder Naturanbeter oder Christ Anhänger dieser oder jener Kirche ist. All diese Glaubensformen stünden ebenbürtig und gleichwertig nebeneinander. Wohlgemerkt, es geht in dieser Frage nicht um den Wert dieses oder jenes Menschen und seiner religiösen Einstellung. Es geht um die religiöse Wahrheit als solche. Nun, der Priester gab in dem Gespräch den Jugendlichen Folgendes zu bedenken und er benutzte dazu einen Vergleich. Es ist nicht nur wichtig zu sehen und nicht blind zu sein. Ist es völlig nebensächlich, was einer anschaut, was einer liest, welches Programm im Fernsehen er wählt oder wo er sich im Internet herumbewegt? Genügt es, dass er überhaupt sieht? Nun, dasselbe mit dem Vergleich mit dem Hören. Ist es nur wichtig zu hören und nicht taub zu sein? Ist es belanglos, was man hört und hören will, wem man sein Ohr leiht und welche Gespräche geführt werden?
Da wurde der Jugendliche etwas nachdenklich. Wie es nicht genügt, zu sehen und zu hören, und wie es nicht gleichgültig ist, was man sieht und was man hört, so ist es nicht nur wichtig, überhaupt zu glauben. Es ist nicht egal, welchem Glauben ich angehöre und nach welchem Glauben ich lebe. Meine Brüder, keineswegs ist damit gesagt, außerhalb der Kirche sei nur Irrtum. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ausdrücklich anerkannt, dass auch außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche viele, ja bedeutende Elemente oder Güter existieren, aus denen insgesamt die Kirche erbaut ist. Aber zugleich hat das Konzil auch betont, die Kirche ist mit dem ganzen Reichtum der von Gott geoffenbarten Wahrheit und der Gnadenmittel beschenkt. Das heißt, Christus ist nicht gekommen, um den Menschen jeweils ihren Glauben zu belassen. Er hat uns die Wahrheit des Evangeliums verkündet. Er selbst ist die Wahrheit. Und deshalb ist die Kirche verpflichtet, die Wahrheit des Evangeliums aller Welt zu verkünden. Und an diesem Auftrag haben nicht nur Priester und Bischöfe, die amtlich Bestellten der Kirche, sondern wir alle Anteil und Teil. Denn für viele Menschen ist das Leben von überzeugten Christen das einzige Evangelium, das sie zur Kenntnis nehmen und das ihnen den Weg zur Wahrheit, zu Jesus Christus, glaubwürdig eröffnet. Und schließlich Stichwort 3, Leben. Ich bin das Leben. Alle wollen wir leben. Möglichst gut. Mitnehmen, was mitzunehmen ist. Nichts verpassen, nichts anbrennen lassen. Aber nie bekommen wir genug. Am Ende bleibt dann nur ein schales Gefühl. Auf der Suche nach dem vollen Leben zerrinnt uns das Leben zwischen den Fingern. Das Leben selbst kann unseren Lebenshunger nicht stillen, kann nie unsere Wünsche erfüllen. Ist das nicht unsere tagtägliche Erfahrung, ausnahmslos für alle? Nur der Blick, liebe Schwestern und Brüder, über uns hinaus weitet den Horizont. Leben kann sich nur von Gott her und in Gott erfüllen. Und von diesem Leben spricht Christus, wenn er sagt, ich bin das Leben. Dieses Leben dürfen wir uns von ihm schenken lassen. Er zeigt uns die Fülle des Lebens, weil er uns den Vater zeigt. Und deshalb ist die Bitte des Apostels Philippus, die wir eben gehört haben, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns, aus dem Herzen gesprochen. Diese Bitte ist ganz aktuell, denn wir möchten den Vater sehen, wir möchten Zeichen und Spuren Gottes sehen. Aber hingegen ist immer wieder von der Gottesferne die Rede. Und nicht wenige Menschen leiden darunter, dass sie nicht die Gegenwart, sondern eher die Abwesenheit Gottes empfinden. Und dieses Gefühl legt sich dann schwer auf die Seele angesichts von Naturkatastrophen, von Kriegen und Verbrechen, von bedrückenden persönlichen Schicksalen. Dann meldet sich die quälende Frage, ja, wo ist denn Gott? Diese Frage blieb auch dem, der glaubt, auch den Aposteln nicht erspart. Sie hatten mit eigenen Ohren Christi Botschaft gehört, sie hatten ihn mit eigenen Augen gesehen, seine Person, seine Worte, seine Wunder, seine Liebe zu den Menschen vermittelten ihnen eine Ahnung von Gott. Aber dann kamen dunkle Stunden, es kamen die Stunden des Leidens und des Kreuzestode Jesu.
Glaube der Apostel wurde schwer erschüttert. Für kurze Zeit brach er sogar zusammen. Erst als sie den Auferstandenen sehen durften, erwachte dieser Glaube wieder zum Leben. Und er wurde zur unerschütterlichen Überzeugung von der Gottheit Christi und seiner Einheit mit dem Vater, der ihn durch die Auferstehung bezeugt hat. Liebe Schwestern und Brüder, drei Stichworte. Weg, Wahrheit und Leben hat uns Christus am heutigen Sonntag für unsere Lebensreise auf den Weg gegeben. Nehmen Sie diese drei Stichworte mit hinein in Ihre Lebensreise. Amen.